Was ja am ärgerlichsten ist bei den meisten Reality-Druckern, sind ja tatsächlich die Lüfter. Abartig laut, total nervig, im Speziellen der Netzteillüfter, der in der Regel ja auch Dauer läuft. Mein neuer Lüfter ist endlich gekommen, angeblich minus 10 dB. Und das wäre ja schon eine ganze Menge. Schauen wir mal, ob es was bringt. Die Messung hat natürlich tatsächlich jetzt relativ wenig damit zu tun, wie es in der Praxis aussieht. Aber um einen perfekten Vergleichswert haben zu können, setze ich das Mikrofon oder das Messgerät direkt an eine Stelle. Hier kann ich so schön einrasten lassen, um einen perfekten oder einen möglichst guten Vergleich haben zu können zwischen altem Lüfter und neuem Lüfter. Ihr seht hier die Einstellung, die Range oben eingestellt, steht bei 80 dB und das Gerät schwankt, wenn ich leise bin, ungefähr auch genau auf 0, heißt 80 dB. Dies ist im Stillstand, ohne dass ich jetzt die Lüfter anfahre bzw. Noselheize und Bettheizung anschalte. Im Betrieb wird der Lüfter natürlich noch mal lauter. Und das werde ich jetzt mal gerade machen. Ich werde mal ein bisschen Hitze drauf geben auf das System und dann schauen wir mal, wie weit der Lüfter hochdreht. So, das Bett ist am Aufheizen, das heißt, wir haben Last auf dem Netzteil. Man denke, ich hört es ganz deutlich, also ich zumindest wie im Raum, ich hoffe ihr auch später im Video. Das Ding ist richtig laut geworden. Und wir sehen, ja, zwischen, ja, ich sag mal 85 dB. Also nochmal 5 dB hoch. Das ist schon ganz ordentlich. Und genau das gilt es jetzt zu ändern. Bevor es gleich losgeht, zwei Dinge vorab. Erstens. Wenn ihr euch mit elektronischen Bauteilen nicht auskennt, lasst bitte die Finger davon weg. Ein Netzteil kann selbst bei gezogenem Stromstecker immer noch genug Strom führen, um einen tödlichen Schlag zu erwirken. Zweitens, arbeiten, wenn ihr diese Geschichte hier nachbauen wollt, die ich euch zeige, werden immer auf eure eigene Gefahr und euer eigenes Risiko durchgeführt. Und jetzt lasst uns das Ding mal aufschrauben. Der original verbaute Lüfter,
welchen ich gerade ausgebaut habe, ist ein Longchang DC Brushless Fan Modell LC6015 MS14 mit 14 Volt und 0,15 Ampere. Ich werde nun schauen, wie viel Volt im Stillstand, also ohne Last, auf dem Netzteillüfter ankommen. Mein Lüfter wurde mit etwa 16 Volt angesteuert im Stillstand. Also passt mein 24 Volt Lüfter optimal. Dieser verbaute, original verbaute 14 Volt Lüfter von Creality ist wohl was ganz Besonderes. Es gibt diverse Netzteile, die Creality verbaut hat, mit ganz unterschiedlichen Spezifikationen. Und ihr solltet da in diesem Bereich einfach mal euch die Daten anschauen, die auf dem Netzteil seitlich aufgedruckt sind. Denn auch wenn die meisten Netzteile oder ich glaube sogar alle Netzteile 24 Volt Netzteile von Creality sind, so werden die Lüfter unterschiedlich angesteuert. Also es gibt durchaus auch Lüfter, die nur 12 Volt abbekommen, währenddessen meins zum Beispiel hier jetzt mit maximal 24 Volt angesteuert wird. Darauf sollte man natürlich schon ein bisschen achten. Ebenfalls zu wissen gibt es, dass der Lüfter, den ich jetzt bestellt habe, einen anderen Stecker vorne drauf hat. Das heißt, ich muss da jetzt ein klein bisschen umlöten. Zwei Kabel müssen da durchtrennt werden und an den alten Stecker angelötet werden. Schrumpfschlauch drüber, damit das hinterher auch passt. Und da gehe ich jetzt mal ran. So, der neue Lüfter ist montiert. Ich werde den jetzt mal anschließen. Und mal gucken, ob er auch dreht und ich ihn nicht verpult habe. Der Lüfter hat sich natürlich nicht gedreht. Habe einfach mit einem Skalpell hier die Näschen runtergedrückt, die Kontakte runtergedrückt, dann kann man hinten die Kabel rausziehen und habe jetzt einfach die Kabel von schwarz auf rot und rot auf schwarz getauscht. Werde es jetzt nochmal reinstecken und dann schauen wir mal, ob er sich dann dreht. So, Stecker steckt, der Lüfter dreht. Es ist leiser. Also ich höre jetzt noch vorne den Nosellüfter. Ja, aber ansonsten ist es echt ruhig geworden. Ich ziehe jetzt noch mal ein Netzteil raus und werde das Ganze mal mutieren und dann werden wir mal prüfen, was das Messgerät meint. Thank you.
Der neue Lüfter ist eingebaut und jetzt kommt der Praxistest. Ich bin schon sehr gespannt. Ihr auch? Ich werde auch hier mit dem neuen Lüfter die Temperatur einfach mal auf dem Bett hochfahren. Also ihr seht, es heizt und jetzt gehen wir mal hinten hin ans Netzteil und schauen mal. Sorry fürs Wackeln. Ja, das ist ja mal eindeutig. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren wir unter Last bei 85 dB mit dem alten Lüfter und sind jetzt unter Last auf minus 4, 76 dB. Kann euch vor allen Dingen sagen, hier im Raum, wenn man direkt daneben steht, vielleicht hört ihr es auch übers Mikrofon, es ist ein Riesenunterschied. Also ich finde das jetzt wirklich, auch wenn es auf der Zahlenskala gar nicht so gigantisch aussieht, ich finde es wirklich deutlich hörbar. Der Einbau ist erfolgreich abgeschlossen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Immerhin 9 dB weniger. Naja, 1 dB mehr bedeutet ja doppelte Lautstärke. Also es ist schon eine ganze Menge, die dann tatsächlich weniger ist. Es ist deutlich hörbar. Natürlich muss man auch sagen, ein Messgerät direkt an den Lüfter dran zu halten, ans Netzteil dran zu halten, ist etwas praxisfern, sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe natürlich auch andere Tests gemacht, die allerdings relativ schwer zu filmen waren und kann euch sagen, dass ich bereits im Abstand von 30 cm auf 50 dB runtergefallen bin. Und tiefer wie 50 dB kann ich mit meinem Teufelmessgerät leider nicht messen. Nun, ich weiß, man kann auch mit dem Handy messen, mit Apps messen, allerdings ist das eine Sache, die mir weniger gut gefällt. Dann jede Mikrofonlautstärke ist anders kalibriert, andere Bauteile sind verbaut. Ob das wirklich ein aussagekräftiger Wert ist, ich persönlich möchte es bezweifeln. Bei meinem Teufel weiß ich, das Gerät sollte halbwegs zuverlässige Werte liefern. Und ich gehe auch davon aus, dass die Werte etwas genauer sind wie bei einem Smartphone und App. Bevor ich das Video nun hochladen werde, wird noch ein Testdruck stattfinden über mehrere Stunden. Ich will natürlich auch wissen, ob das Netzteil mit dem neuen Lüfter klarkommt, ob es nicht überhitzt. Denkbar wäre ja, dass der Lüfter, der jetzt nun 24 Volt hat, statt dem alten mit 14 Volt, einfach nur deutlich langsamer dreht und es dadurch zu einer Überhitzung kommen könnte und das Netzteil mir durchbrennt. Und bevor ich dieses Video, wie gesagt, hochlade, möchte ich das natürlich ausschließen. Also wird ein großer Druck gestartet und da sind mal mindestens 6 bis 8 Stunden fällig, um sicher zu sein, dass er da wirklich ordentliche Betriebstemperatur erreichen kann und es nicht zu Schäden, zumindest mal nicht innerhalb dieses Zeitraums, kommt. Ich möchte euch natürlich jetzt noch verraten, was für einen Lüfter ich eigentlich verbaut habe, falls jemand es nachbauen möchte. Muss das aber ablesen, um ehrlich zu sein. Es handelt sich hierbei um ein Sunon KDE 2406 PHV MS.A.GN 6015. Ich habe diesen Lüfter bei AliExpress gekauft. Lieferzeit waren wenige Tage. Ich würde schätzen, vielleicht 14 Tage maximal ging, also sehr, sehr schnell. Kostenpunkt 6,84 Euro inklusive Versandkosten. Ich finde das ein super Preis, günstiges Update. Was will man mehr? Wenn du mehr Videos wie dieses von mir sehen möchtest, einfach da unten auf Abo klicken. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Like und über Kommentare. Vielleicht habt ihr ja ebenfalls einen Umbau schon an eurem Ender durchgeführt und könnt davon berichten. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut und bis dahin viel Spaß beim Drucken. Bis bald!